quattro, cinque, due, cinque, quattro, cinque, sei, guarda avanti, c'è qui, sei, otto. Sparkling Science ist ein Programm vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft initiiert, das diese Verknüpfung von Wissenschaft, Universität und Schule ermöglicht. In diesem Projekt geht es darum, dass wir gemeinsam mit Lehrenden an Barkeeps, mit Schülerinnen an Barkeeps und einer Praxiseinrichtung das forschende Lehren als ein neues didaktisches Prinzip erproben und auch dann möglichst implementieren an den jeweiligen Schulen. Die Sarah und ich, also wir beide haben uns schon lange Gedanken gemacht, also was können wir gerade für die im Bereich der frühkindlichen Förderung tun, um sozusagen auch ein bisschen die Diskussion noch stärker anzuregen, auch die öffentliche, noch mehr aufmerksam zu machen, wie wichtig hier gute Plätze sind, ein besonderer Betreuungsschlüssel und so weiter. Und haben dann einen Artikel von der Frau Wustmann gelesen, ein Interview gelesen und ich habe gesagt, diese Dame, warum müssen wir kontaktieren einfach? Und wir taten das und es war einfach die Motivation, sie Partner, kompetente Partner zu finden, die viel Erfahrung haben in diesem Bereich, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man gemeinsam auch in dem Bereich wirklich was bewirken kann. Das Schöne daran ist ja eigentlich, dass das forschende Lernen möglichst ja auch Fragen aus der Praxis aufgreifen soll. Und bei uns kam die Praxis in Form von zwei Personen vor jetzt schon ziemlich langer Zeit, irgendwann 2010, also Birgit Greiner und Sarah Pankott, und haben gesagt, sie haben da eine Praxiseinrichtung, das Spielzimmer Fünf Sinne, und sie sind eigentlich gut aufgestellt, sie sind auch zufrieden mit dem, was sie machen, aber sie möchten schon ihre Arbeit auch noch ein bisschen verändern. Zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht klar, wohin, sondern irgendwie so diesen Anspruch, den die beiden haben, also wirklich fortlaufend ihre Praxis zu verändern, die Beziehungsgestaltung zu hinterfragen. Und das fand ich unglaublich spannend, weil ich hatte das noch nie, dass Praktikerinnen auf mich zukommen und sagen, hey, wir würden gerne mit der Wissenschaft was zusammentun. Ja, wollt ihr? Nun ist es aus unserer Perspektive natürlich so, es gibt mehrere Praxen. Zum einen die pädagogische Praxis mit Kindern, mit Mädchen und Buben und natürlich aber auch die Frage der Ausbildungspraxis. Und über diese Frage mit den Fragen, mit denen ihr zu uns gekommen seid, wie läuft es bei uns im Spielzimmer, aber auch welche Mitarbeiter haben wir oder Mitarbeiterinnen konkreter, wie können wir uns da gemeinsam auf einen Weg geben, hat sozusagen auf klaren Resonanzboden bei uns sogar gestoßen, insofern als dass wir Forschung so verstehen, dass sowohl Forschung im theoretischen Sinne und Praxisforschung ineinandergreifen. Ja, das Projekt heißt demzufolge auch Ausbildung gemeinsam denken, weil wir wollten nichts vorgeben. Und es ist in der Hinsicht ganz spannend, weil der zweite Teil des Projekttitels Barkeep, Praxis und Wissenschaft im Dialog ist eigentlich einzigartig im deutschsprachigen Raum. Also es gab es noch nicht, dass Schulen, eine Praxiseinrichtung und Wissenschaftlerinnen gemeinsam geforscht haben und sich gemeinsam auf den Weg begeben haben, ein neues didaktisches Verständnis zu entwickeln. Forschendes Lehren unterscheidet sich dadurch, dass man sich auf einen gemeinsamen Forschungsweg begibt. Also man geht nicht davon aus, dass der lehrend ist, automatisch schon mehr weiß, sondern man geht einen Schritt zurück und sagt, also wir finden eine Forschungsfrage, die uns alle bewegt. Und daraus ergeben sich Lernprozesse, die sehr, sehr vielfältig sind. Also man geht davon aus, dass das forschende Lehren und Lernen also sowohl Personen ändert, als auch Beziehungen und eben auch die pädagogischen Alltagspraxen. Es macht auch was mit den Lehrenden, die in den Prozess eingebunden sind und ihren Forschungsfragen nachgehen, weil sie damit auch ihre eigene pädagogische Praxis hinterfragen. Also ihre, in dem Falle, Ausbildungspraxis und eben auch die Erfahrung machen können, dass die Schülerinnen mit ihren eigenen Fragen viel motivierter und engagierter
in die Lernprozesse gehen. Dass die Schüler selbst ihre Fragen entwickeln und Beispiele bringen und das hinterfragen und Daten erheben in unterschiedlichsten Zusammenhängen, dass sie Interviews machen, dass sie Beobachtungen machen, dass sie schauen, ob sie Bilder interpretieren oder sonst was. Also und mit diesen Daten dann einfach versuchen, für sich wieder eine neue Struktur, eine erweiterte Struktur, neues Wissen entstehen zu lassen. Also das verstehe ich unter forschendes Lernen. Für mich ist es einfach wichtig im Zusammenhang mit der Ausbildung, um wegzugehen von diesem sturen Schulsystem, das lernt, um Leistung zu bringen, um zu erfüllen, um zu beurteilen, sondern in diese Interaktion mit den Schülern, mit Interaktion mit den Kindern zu kommen und da miteinander einen Prozess zu durchleben und einfach ein bisschen vielleicht auch Strukturen aufzubrechen, die von allen Seiten gar nicht so leicht zu knacken sind. Ich würde forschendes Lernen so definieren, dass wir lernen, richtig die Kinder zu beobachten und zu erforschen und keine, wie vorher gesagt, Interpretationen oder sonst was reinzubringen. Ich muss halt mich selber hinsetzen, mich selber motivieren und selber Stoff, Inhalte, Fachinhalte, Literatur suchen, muss mir dann eben alles selber einteilen. Wir probieren Sachen aus, wir schauen, was passiert, was uns gelingt und so lernen wir draus, aus den ganzen Versuchen eben, die wir machen. Dass man es niederschreibt und auf Papier bringt und veranschaulicht einfach und dass man auch weiterkommt in den Erkenntnissen, dass man ein gewisses Thema hat, was man erforschen will. Forschendes Lernen ist nicht aus Büchern, sondern aus Neugierde zu lernen. Ich mache es täglich in der Praxis. Also ich lerne täglich forschend, weil ich beobachte meine Kinder, ich versuche es dann wieder umzusetzen, ich tausche mich mit meinen Mitarbeitern aus, ich lerne von ihnen. Der tägliche Austausch, die Beobachtung, das Reflektieren, das Umsetzen und das Wiederdiskutieren und Vertiefen. Es ist interessant, die Kinder denken fragmentarisch, ja. Und für ein Kind ist nicht immer leicht Ordnung von den Formen mit den Farben. Und sie hat ganz genau jetzt gewählt die Formenordnung und nicht die Farbe. Und es ist sehr schön zu sehen. Ich habe nichts gemacht und ich habe nichts gesagt. Man geht ganz bewusst weg von dem instruierenden didaktischen Prinzipien, die ja eher auf eine Vermittlungspraxis abzielen und geht ganz bewusst auf die Forschungsfragen der Schülerinnen, in unserem Projekt aber auch der Lehrenden ein, die ja biografisch bedingt sind und aus ihren alltäglichen Praxen resultieren. Das Forschungsthema ist, wie können wir interessensgeleitetes Lernen in unseren Schulalltag bringen? Also das Thema ist eben die Beziehung zwischen den Kindern und eben die sogenannte Peer Groups. Unsere Hauptforschungsfrage ist, wie gestalten die Kinder ihre Beziehung zueinander? Und dazu haben wir noch drei Unterfragen. Das ist, was lernen Kinder voneinander, wie lernen Kinder voneinander und in welchen Situationen lernen Kinder voneinander? Die Kinder anzuschauen, wie sie ein Spiel beginnen, wie sie auf ein Spiel zugehen, wie sie mit dem Spiel tun und wie sie agieren eigentlich. Bei uns geht es um die Reaktion, also um den ersten Moment, wie Kinder auf unbekanntes, neues, für sie neues Material reagieren. Ob sie da mitspielen, ob sie einen Freund mit einbeziehen, ob sie die Pädagogin heranziehen. Und das schauen wir uns an. Wir beobachten, wie die Kinder essen. Das Verhalten am Tisch von den Kindern während dem Essen. Wie selbstständig sie sind oder wie sehr sie sich selber einschätzen können oder wie sehr mit dem Essen umgehen. Und es sollte halt irgendwie schon was rauskommen, was irgendwie noch nicht bekannt ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Kommunikation haben, dass da rauskommt, dass Kinder mit einem Jahr sehr wohl schon sehr viel kommunizieren und nicht erst relativ mit 3 Jahren, wenn die Sprache wirklich vorhanden ist oder so. Also wir haben die Beziehung zwischen Pädagogin und Kind und dass man einfach, dass es klar wird, wie man die Beziehung fördern kann, dass das für unsere weitere Arbeit im Kindergarten uns weiterhilft, einfach wie wir auf die Kinder zugehen, wie wir die Kinder sehen.
Wir haben bewusst im Projekt viel Geld beantragt für Literatur, für Forschungsvideos und so weiter und so fort, weil das eine ist, zu beobachten, aber ich muss es theoretisch reflektieren können. Denn es ist nicht immer klar, dass das, was ich sehe, auch das ist, was passiert ist. Das heißt, ich brauche einen theoretischen Background. Und der theoretische Background, den haben wir im Projekt so Step-by-Step erarbeitet. Also das eine erst einmal, was ist Bildung von Kindern? Was passiert im Spiel? Was ist Beobachten und eine Beschreibung möglichst wertfrei der Beobachtung? Was hat aber auch das, was ich dort sehe, mit den Lebenswelten der Kinder zu tun, also ihrer familialen Lebenswelt, aber auch der Lebenswelt Kindergarten? Also diese Sachen haben wir wirklich so nach und nach mit ihnen erarbeitet, also damit sie das, was sie sehen, auch wirklich gut theoretisch reflektieren können. Im sozialen Austausch kann man laut Finikel in drei große Themen einteilen. Das erste Thema ist das Spiel. Da geht es darum, dass die Kinder ein gemeinsames Spiel für sich auswählen und gemeinsam versuchen müssen, das Spiel aufrechtzuerhalten. Das zweite Thema ist die Auseinandersetzung. Da wird ein anderes Kind als Hindernis gesehen, das sie überwinden müssen, um ihr eigenes Ziel zu erreichen. Und das dritte Thema ist die Gemeinsamkeit. Da begegnen sich Kinder, aber es kommt kein Spiel zustande. Wenn Eltern beim Streit eingreifen, ist das langfristig nicht gut, weil dann können die Kinder nicht das Durchsetzen und Nachgeben üben. Und wenn Kinder ungefähr gleich alt sind und die gute Freunde sind, dann sind sie auch mutiger und trauen sich mehr und experimentieren mehr. Kinder erfahren Materialien dadurch, dass sie das im Spiel mit all ihren Sinnen erfahren. Und dabei muss man ihnen aber Freiraum zum Experimentieren lassen und sie nicht an besonders viele Normen oder Vorgaben binden. Die Idee ist, Theorie und Praxis zu verknüpfen. Das heißt, das Theoriewissen zu nutzen, um die Praxis zu reflektieren und aus der Praxis wieder Forschungsdesiderate für die Theorie zu entwickeln. Für das Projekt war als Forschungszugang die Beobachtung gewählt worden und wir haben deshalb Videografie eingeführt, also eine Forschungsmethode, die die Schülerinnen und Schüler noch nicht kannten. Und dazu war es auch notwendig, sie einzuführen in die Videografie als auch technische Herausforderung und sie bekannt zu machen mit den Kameras, mit der Kameraführung und natürlich auch zu bedenken, dass es auch ethische Fragen zu berücksichtigen gilt. Als erstes brauchten die Schülerinnen dazu das Kamerahandling, als zweites die Sicherheit, dass sie wirklich gut beobachten und zum dritten, und das war ein wichtiger Erfahrungswert, dass die Kinder nach einer Zeit auch die Kamera einfach vergessen. Die Erhebungsphase fand in Wien statt, in der Praxiseinrichtung Spielzimmer 5 Sinne. Und die Schülerinnen sind mit ihren spezifischen Forschungsfragen dorthin gegangen und haben einen Tag lang die Kinder gefilmt. Und man hat dort deutlich gemerkt in der Erhebungsphase, sie waren bestens vorbereitet darauf, weil sie haben auf die Bedürfnisse der Kinder Rücksicht genommen. Sie haben sich auch zum Teil auf Interaktionsangebote der Kinder eingelassen, das bleibt nicht aus. Aber waren auch nach Einschätzung der Kollegin im Spielzimmer 5 Sinne bestens vorbereitet und haben das wirklich sehr professionell erhoben. Also nach der Erhebungsphase sind wir wieder an die Barkeeps gegangen und haben gemeinsam mit den Schülerinnen ihr Videomaterial ausgewertet. Und wir haben dann überlegt, welche Filmsequenz, die wirklich nur 1,5 bis 2 Minuten dauert, wählen wir aus, die zur Forschungsfrage passt. Anhand der Kategorien, die vorher theoretisch belegt wurden, haben dann die Schüler und Schülerinnen gemeinsam mit uns und den Lehrenden 1,5 bis 2 Minuten ausgewählt. Dann wurde diese Sequenz wertfrei beschrieben und auf Basis der wertfreien Beschreibung interpretiert, das heißt die Lesarten gesammelt. Und dann ist aus diesem Konglomerat an Erfahrungen aus der Praxis, die sind zurückgespielt worden, auf die Theorie, auf die theoretische Erarbeitung. Und diese Erkenntnisse wurden formuliert. Also das Projekt hat überrascht. Wir haben viele Hoffnungen und Erwartungen gehabt, aber dass es so eine Dynamik annimmt, dass wir so zu einer Lern- und Forschungsgemeinschaft wachsen,
nämlich wirklich Schülerinnen, Lehrende, Uniteam, pädagogische Fachkräfte, zusammen zu einem zeitgemäßen didaktischen Konzept zu forschen. Das war absolut überraschend. Wir sind sehr schnell auf ein vertrauensvolles Miteinander gekommen und ich glaube, das war einer der wichtigsten Aspekte, damit dieses Projekt wirklich in diesem partizipativen Sinn so gut gelungen ist. Diese Verknüpfung von Theorie und Praxis über diese Art von forschendem Lernen mit dieser kritischen Grundhaltung hineinzugehen und zu einem eigenständigen Arbeiten zu führen, zu einem Hinterfragen dessen, was bis jetzt einfach vorgegeben ist, das halte ich für was ganz Wichtiges, Emanzipatorisches und demokratiepolitisch Wichtiges. Für mich ganz wichtig war, dass diese Ebenen Universität, BAKIP und da wieder Lehrende, Schülerinnen zusammengeführt wurden und damit halt irgendwie auch klar gemacht wurde, die Sache, an die wir da arbeiten, die wir uns anschauen, die geht uns alle was an und die hat für alle Relevanz und die ist für alle wichtig. Dass wir die BAKIPs mal einzeln waren und jetzt irgendwie, ja, genau, wie wir in Klagenfurt zusammengekommen sind, irgendwie zusammengeschmolzen sind zu einer Gruppe und wir machen das zusammen und nicht mehr BAKIP für BAKIP für BAKIP und da ist dann die Uni, dass wir dann zusammenschließen. Sollen wir rein jetzt? Ja, okay. Wie wichtig den Schülerinnen und Schülern, die im Projekt mitgearbeitet haben, diese Arbeit geworden ist und wie verselbstständigt sich das hat, also wie eigenständig die waren. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Es war das erste Mal eigentlich, dass man vor fremden, unbekannten Menschen eigentlich redet. Die hören einem wirklich zu und die interessieren sich auch wirklich dafür, was halt in der Klasse leider oft nicht so ist. Das Spannende zu beobachten war, wie aus den Schülerinnen und Schülern professionelle Pädagoginnen und Pädagogen geworden sind. Sie können wissenschaftliche Literatur kritisch reflektieren. Das ist Professionalität. Und Professionalisierung der Elementarpädagogik, dazu hat dieses Projekt einen Beitrag geleistet. Das beste Ergebnis ist für mich, dass es möglich ist, schulische Lernszenarien zu ändern. Da ein anderes didaktisches Prinzip etablieren zu können, das hätte ich nicht gedacht, dass wir es schaffen, aber ich glaube, das ist wirklich geschehen in dem Projekt. Und dieser Dialog, der sich jetzt auch in diesem Projekt schließt, ist so faszinierend, eben, dass jetzt eben die Universität mit den Schulen und mit der Praxis kommuniziert, miteinander gemeinsam und ein Thema bearbeitet und das ist sehr schön. Ja.